Hi, ich bin's Andrea, schön, dass ihr da seid. Heute machen wir ein Unboxing und zwar die Gusto Box August, wie ihr sehen könnt. Ich weiß gar nicht, was drin ist, habe ich aber selbst gekauft. Die Gusto Box kostet jeden Monat 15 Euro und da sind dann halt die neuesten Lebensmittel drin, die ihr teilweise im Handel auch nicht bekommt. Getränke auch, Süßigkeiten auch. Und ja, ich weiß gar nicht, was drin ist und bin sehr gespannt. Ja, packen wir mal aus. Vielleicht das eine oder andere probieren wir auch. Und dann viel Spaß beim Zuschauen. Und hier könnt ihr sehen, was hier alles drin ist. Auf der Rückseite sind halt Rezepte. Dann haben wir hier Hot Chicken Wings, das heißt Chips natürlich. Dann haben wir hier Beak Rolls mit Mandelaprikosen und Fenchelsamen. Und dann, lecker, Kekse oder so, sag ich mal, Keksrollen. Und aus Schweden, das ist auch schön, Schweden. Dann haben wir hier Hofmüsli, Honig verfeinert, ballaststofffrei. Dann haben wir hier eine Stecktüte Salamischeiben. Salami ist nicht mein Fahrsalami. Dann haben wir hier Salatwürfel in Öl mit Kräutern. So, ja, Getränkeabteilung. Kokosnuss, Milch. Oder Zuckersatz ist vegan. Dann haben wir hier ein Bio-Smoothie. Mango, Orange, Maracuja mit Goji-Beere. Dann haben wir hier lecker Dattel-Schluckercreme. Und hier Rhabarber, Direktsaft, Rhabarberwasser und das letzte ein Chili-Snack. Ja, was probieren wir erstmal? Ich probiere es auf jeden Fall jetzt als erstes mal hier. Hier probiere ich jetzt erstmal hier die schwedischen Zimt-Kekse, Schnecken. Mal was gewinnen. Sind sehr weich. Liebe Zimt, schmeckt sehr lecker. Danke schön.
Und dann können wir halt die Snacks. Chips, mein Tee. Ja, schön scharf. Lecker, das passt. Und dann hier organisches Meeresgemüse mit Chili. Mal gucken, wie das schmeckt. Wie sieht das denn aus? Aus. Riecht nach gar nichts. So kleinen Teil mal probieren. Ja. Schmeckt zwar fischig. Ich mag es auch fisch, aber. Nee, das ist nicht so schön. Schmeckt nicht so. Dann probieren wir jetzt mal heller. Rhabarber. Wasser, Mineralwasser ist das ja. Jo, schmeckt ganz gut, deswegen sind ganz leer trinken. Rhabarber mag ich auch, schmeckt auch sehr gut. Salami, bin ich so ein Fan von, vielleicht verschenke ich die auch. Ja, und Bio-Smoothie mit Gummibären, ja. Klingt auch so ein kleiner Schnuck. Mit der lecker. Doch, kann man. Na schön. Diese Double Schokocreme, ja, die lasse ich mir dazu. Und ja, probiere ich vielleicht mal so beim Frühstück. Na gut, vielleicht werde ich auch verschenken oder selbst probieren. Essen. Gucken wir jetzt, wie geschmeckt mir. Da steht unverschämt lecker, 80,90. Bin echt gespannt, was auch so wirklich so ist. Ja, die Schere beiseite legen. So, aber das weiß ich, Augustbox, die Gusterbox, August 2018. Falls das Video gefallen hat, dann hoch, falls nicht, dann runter, kommt das irgendwie, Kommentar ist immer gewünscht. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da, auch ein Like da und der Content kommt jetzt immer nach und nach. Ihr wisst meinen Rechner halt, ich muss eine Festplatte kaufen, weil meine Festplatte ist nämlich voll und ja, deswegen kommen die Videos zur Zeit etwas verzögert hoch. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende wünsche ich euch und dann. Und was immer ihr macht, am Wochenende noch sonst so. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.